Ronin. We love stories. Die nächste Lesung, die zeigt euch mal ganz gepflegt den Mittelfinger, aber nur literarisch gesehen. Ich habe dieses Hörbuch wirklich geliebt. Ich bin großer Filmfan und dieses Hörbuch ist wie ein Tarantino-Film. Ich kann es euch wirklich nur sehr ans Herz legen. Und ich bin froh, dass der Mann fürs Grobe beim Ronin Hörverlag heute da ist. Er ist ein großer Sprecher, im wahrsten Sinne des Wortes, Carsten Wilhelm. Er liest aus Fuck You Very Much von Aidan Troon und darin begleiten wir Jack Price, einem Gangster, der, naja, so ein bisschen in die Kacke langt, weil ihn verfolgen ziemlich böse 7 Assassinen. Und wir hören den Anfang davon. Viel Spaß! Aidan Troon, Fuck You Very Much. Das bin ich, bevor es losgeht. Ich bin es, der aus meiner Wohnung tritt und den Gang zum Lift geht und leise ein Liedchen vor sich hin singt. Nein, ich habe keine Ahnung welches, falls irgendwer fragt. Und das hier bin ich im Aufzug, nur singe ich jetzt nicht mehr, weil Fahrstuhlmusik reicht. Ich bin's, der den Knopf drückt, in der Hand meine Schnabeltasse to go, mit handgepflücktem, biodynamischem Honig, Meersalz, Räubo-Tee drin. Alles tralala. Alles wie immer. Mein ganz normaler Tagesbeginn. Auch der Aufzug macht sein ganz normales Ding mit dem Blink. Sollen wir jetzt die Tür zumachen oder tun wir so, als stünde da noch dieser Fettberg in der Türöffnung, den wir nicht den Arsch abzwicken wollen? Okay, dann respektieren wir heute mal seine persönliche Steißsphäre und drücken nicht auf den Türe-Schließen-Knopf, sondern trödeln unnütz rum. Trödel-dödel-di, trödel-dödel-dumm. Aber gut, alles ist gut. Sogar diese Fahrstuhlmusik ist nicht nur schrecklich. Jetzt macht die Tür auch klonk-klonk. Der Gespensterklops ist endlich weg und wir rauschen nach unten. 18 Stockwerke. Und weil vormittags niemand das Gebäude verlässt, bin ich um diese Zeit meist allein und fahre nur mit mir und diesem südkalifornischen Nasenflöten-Instrumental-Kalypso bis ganz nach unten. Ich bin's also, der diesen handgepflückten, biodynamischen Honig-Meersalz-Räubusch-Tee schlürft und dessen nussige Fülle und den dezenten Delfin Sperma-Geschmack genießt, als dieser Aufzug mit seinem Gepinge schon am nächsten Stockwerk hält. Und jetzt bin ich es, der dem Unerwarteten freudig entgegensieht und sich auf ein unverhofftes Glück einstellt. Ping! Sämtliche Cops dieses Scheiß-Universums stehen auf der 17. Etage herum und dazu 2 Typen in Raumanzügen von der Spurensicherung. Und da ist Leo, mein Lieblingsbulle, was nur bedeuten kann, dass jemand gestorben ist. In meinem Haus. In meinem Haus, genau unter meiner Wohnung. In meinem Haus, genau unter meiner Wohnung und auf eine Art und Weise, wegen der sämtliche Cops dieses Scheiß-Universums zuzüglich Leo angerückt sind. Und das heißt, dass in meinem Haus, genau unter meiner Wohnung, der Tod gewaltsam und vorsätzlich herbeigeführt wurde? Das kann man natürlich nicht einfach so ignorieren. Die Bullen schauen mich an, ich schaue zurück. Allerdings bin ich nicht im geringsten schaulustig. Ich warte nur auf das Bye-Bye-Ping. Einen Moment bitte, Sir. Okay, klar. Officer, hallo, hi, Leo. Oh, Sir, Sie kennen diesen Mann, Sir? Ja, hi, Jack. Ja, Officer, ich kenne ihn. Leo, was ist hier los? Jack, wohnt unter dir eine alte Lady namens Desdemona? Scheiße, welche Desdemona? Na, die so heißt. Desdemona? Ja, genau die. Didi? Die heißt Didi. Ja, sie ist tot. Ja, das habe ich schon kapiert und zugegeben, ich fand sie schrecklich, aber nicht so schrecklich, dass man sie gleich umbringen müsste. Hast du die letzte Nacht irgendwas gehört, Jack? Nö. Waren die echt hinter Didi her? Wer weiß das schon, Mann, aber sie haben sie definitiv erledigt. Ich gucke Leo an. Leo guckt mich an. Ich, Leo. Ich komme nachher vorbei zum Unterschreiben meiner Aussage, okay?
Leo sagt, er saugt sich schon was aus den Fingern. Jetzt guckt der Frischling neben ihm verdutzt, aber anscheinend machen wir nur Witzchen. Tief rabenschwarze Witzchen. Natürlich würde Leo so etwas nicht im Traum einfallen. Und ich als rechtschaffener Bürger würde meinem Kumpel auch nie um so etwas bitten. Bye, bye, Ping. Didi ist tot. Die restliche Fahrt starre ich in meine High-End-Schnabeltasse to go an und lasse sie unten in einer Aufzugecke stehen. Jetzt bin ich also hier und bestelle mir einen Latte Macchiato. Didi ist tot. Das ist traurig. Aber schlimmer ist noch, es nervt. Sie war alt und rein statistisch hatte sie nicht mehr lange, aber wie es aussieht, wollte jemand nicht darauf warten. Warum? Wie ich schon zu Leo gesagt habe, war Didi eine ekelhafte Person und sie hatte Spaß daran, ekelhaft zu sein. In der Stadt laufen jedoch Millionen solcher Menschen rum und eine erstaunlich große Zahl von denen kommt damit durch den Tag, ohne dass ihnen die Rübe weggeballert wird. Die ganze Sache ist einfach ungut. Sie ist schlecht fürs Geschäft und schlecht für die Immobilienpreise. Schlecht fürs Vertrauen in Polizei und Justiz. Und all das führt zu blöden Fragen und Nachfragen. Dabei will ich doch einfach nur mein Leben leben und Geld verdienen. Alles ganz normal. Und scheiße, wer braucht so einen Mist überhaupt? Deswegen will ich zu meiner Überraschung jetzt Kaffee. Den ersten Kaffee seit langer, langer Zeit. Der Typ hinter der Bar heißt Mike. Er ist kein Barista. Er arbeitet nur hinter der Bar. Und nicht, weil er es authentisch findet oder weil er Kaffee liebt, sondern weil er 78 Mal jemandem ins Knie geschossen hat und Stellenangebote für ihn danach eher rar wurden. Aber meinen Macchiato macht er, wie sich's gehört, mit verschiedenen Schichten. Milch, Espresso, Schaum. Hell, dunkel, weiß. Am Kaffee erkennt man den Menschen. Alles, was man über andere wissen muss, erfährt man durch den Kaffee, den sie trinken. Ich zum Beispiel trinke Macchiato. Warum? Weil er der schlichten Freude entspricht, nackt über ein Feld zu laufen. Weiß jemand, wer statistisch gesehen überdurchschnittlich oft bitteren Kaffee trinkt? Psychopathen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sie bittere Nahrungsmittel bevorzugen. Ich dagegen finde, Bitterheit hat überhaupt keinen tieferen Sinn. Nein, 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 kein Schokoladenpulver, danke Mike. Aber es gibt auch Grenzen. Ja, ich habe gesagt, er hat auf jemanden geschossen, ins Knie. Es war nicht in Reno und wenn man bedenkt, wohin er gezielt hat, wollte er auch niemanden sterben sehen. Er hat's gemacht, um seinem Ärger über den Typen Luft zu machen, der ihm die Angel klauen wollte. Eine teure Angel, weil Mike damals der Lokalfernsehstar im Fliegenfischen war und sich von seinem ersten Gehalt eine erstklassige, super reduzierte Ausrüstung gekauft hatte. Danach hätte er einen Sponsorenvertrag kriegen sollen, aber dann kommt dieser Affenarsch und fuchtelt ihm mit einem Messer vor der Nase rum. Naja, nicht direkt vor der Nase, aber doch nah genug, dass Mike es nicht missverstehen konnte. Tja, und dann ging's los. Mike Sunby, das ist sein vollständiger Name, nahm dem anderen das Messer ab und warf es weg. Aber leider hat es nicht gut sein lassen und weil er zufälligerweise eine 38er zur Hand hatte, hat er dem Typen die Kniescheiben amputiert. Der Richter meinte, dass scheißwütend zu sein nicht mehr unter Notwehr fällt. Der Richter hat übrigens wirklich scheißwütend gesagt, weil, naja, es war halt in den 70ern. Danach landete Mike hinter der Bar und war kein richtiger Fernsehstar mehr, weil Fliegenfischen letztlich doch eher was für Kleinbürger ist und gar nicht mal so entspannt, jedenfalls was den Schusswaffengebrauch angeht. Ich schlürfe an meinem Macchiato. Sunby sagt, das hat seit 00 kein Mensch mehr bestellt. Naja, Didi ist tot, sie wurde regelrecht hingerichtet, da kann man schon mal eine Gedenkminute einlegen. Und ich muss sowieso nachdenken, aber das sage ich nicht zu Mike. Stattdessen sage ich, ich habe ja auch seit 00 keinen Kaffee mehr getrunken. Was aber gelogen ist, ich habe seit 01
keinen mehr getrunken. Zwischen 94 und 01 war ich Kaffee-Junkie und hatte auch beruflich mit Kaffee zu tun. Ich habe international mit Kaffee gehandelt und ihn in allen Lebenslagen getrunken und nur mit Frauen geschlafen, die danach geschmeckt haben. Mein Parfüm roch nach Vetiver und schwarzem Kaffee. Ich trug nur Kleidung in Kaffeetönen. Ich war der Herrscher über den Kaffee. Mich hat nur niemand Kaffeekönig genannt, weil damals jeder im Business einer war. Es gab so viele Kaffeekönige, dass es für ein Footballteam gereicht hätte. Ich war der Kardinal. Nicht der Kaffeekardinal, das verstand sich von selbst. Man sagte nur, man hat einen Termin mit dem Kardinal. Oder der Kardinal hält das Zeug für den heißesten Scheiß. Oder nur für Scheiß oder sonst was. Und die Leute wussten, wer gemeint war. Wenn sie irgendetwas im Kaffeebusiness waren, dann wussten sie es. Alle sogenannten Kaffeekönige haben mir den Kardinalsring geküsst. Eines Herbsts war ich dann in London und ein Freund rief von seinem Büro aus an und sagte, kann es sein, dass gerade ein Flieger in mein Gebäude gerauscht ist? Scheiße, was ist denn das für eine besteuerte Frage? Der Kerl antwortet, wir wissen nicht, was los ist. Das heißt, wir sollen keine Aufzüge benutzen, aber wir sind schon ziemlich weit oben. Nimm den verdammten Aufzug. Aber wir sollen doch nicht. Nimm ihn. Ich weiß nicht, warum ich nimm ihn gesagt habe, aber ich hab's. Entweder wusste ich schon, was kommt, oder ich war einfach zu dämlich zu wissen, dass man keine Aufzüge nehmen soll. Keine Ahnung, aber ich habe ihm gesagt, nimm ihn. Was ist, wenn? Nimm ihn. Okay, okay, ich nehme ihn. Der Idiot hat den scheiß Aufzug natürlich nicht genommen. Ach, genug davon. Was danach los war? Abgesehen davon, dass ich eine ganze Woche geflennt habe und dann bis 04 bei einem Analytiker auf der Couch lag, der mich irgendwann am liebsten mit Elektroschocks behandelt hätte? Das dumme Arschloch von Freund hat mir auf dem Weg die Treppe runter auch noch SMS geschrieben. Und als letztes live getippt, ich brenne. Was zum Teufel soll man mit dieser Info anfangen? Warum simst man sowas überhaupt? Fuck, Mann, was soll man darauf antworten? Ich hab dich lieb, mein Engel? Wird schon alles gut gehen? Das wird es aber sowas von nicht. Du bist mein bester Freund? Das war er nicht, er war nur ein Bekannter. Ich sitze also in einem Café am Green Park, ganz in der Nähe des Buckingham Palace, und trinke was. Schon klar, was ich getrunken habe, oder? Und krieg eine SMS. Und plötzlich ist mein Macchiato Asche. Und damit meine ich nicht, ach, was bin ich toll poetisch oder so. Ich hatte echt den Geschmack von New Yorker Luft und Asche im Mund. Ich trinke diese ekelhafte Asche, die überall in Manhattan vom Himmel rieselt. Ich schaue in meine Tasse und darin war alles blass und grau. Es lag sogar ein Stück Frauenhandtasche darin, ein letztes verkohltes, goldenes Kettenglied. Die Untertasse klebte am Tassenboden, dann fiel sie runter. Sie fiel und fiel und fiel. Und auf dem Weg nach unten schrie sie. Sie schrie die ganze Zeit, bis sie auf dem Boden aufschlug, wo sie aber nicht zerbrach, weil sie unzerbrechlich war. Dieses scheißdämliche Catering-Geschirr. Das war schon ein einschneidendes Erlebnis. Hat meinem Leben echt eine andere Richtung gegeben. Didi ist tot. Sie war eine alte Zicke. Und eigentlich habe ich sie nicht gemocht, aber irgendwer hat ihr zweimal in die Brust und einmal in den Kopf geschossen, als ob sie ein Drogenkurier gewesen wäre. In irgendeinem Drecksnest, wo auch immer, wo diese Idioten heute ihre Drogen ins Land bringen. Ach, ich heiße Jack Price. Und das ist meine Story. Ich gehe als nächstes auf einen Sprung bei Big Billy vorbei. Billy weiß, was abgeht. Big Billy heißt er, weil... Scheiß die Wand an. Der Kerl ist einfach irre groß. Aber egal. Worum es eigentlich geht, Billy hat sein Ohr immer ziemlich nah am Puls der Zeit. Er ist nämlich in der Baubranche und deswegen hat er automatisch freien Eintritt in die lokale Unterwelt und kennt die Typen sogar persönlich, die es mit den Gesetzen nicht ganz so genau nehmen.
Und weil Billy Billy ist, kann er einfach nicht die Klappe halten über deren Scheißgequatsche von Zeug, über das sie eigentlich nicht die Klappe halten können, weil sie so unterweltmäßig, ach wie cool, gesetzlos sind. Billys Fachgebiet ist der Gerüstbau. Das heißt, er schleppt Gerüstrohre rauf und runter. Billy legt ziemlich viel Wert auf das Wort Gerüstrohre. Gerüste bestehen nicht aus Stangen oder Pfosten oder sonst was. Und vor allem gibt es in Gerüsten keine Röhren, weil darin nichts fließt oder geleitet wird. Billy hasst es, wenn ihm einer ganz baumäßig kommt und dann Gerüströhren sagt. Speziell Hausbesitzer machen das gerne. Billy hasst das. Er ist kein schlechter Kerl, nur manchmal ein bisschen heftig, weil wir, wie die meisten in seinem Job, weil er ziemlich viel kokst. Deswegen regt er sich schnell mal auf. Das Wichtigste bei der Arbeit mit Gerüstrohren, während man auf dem blassen peruanischen Hengst reitet, das ist die Sorte Koks, die Billy und seine Leute sich reinziehen, jedenfalls steht das auf den kleinen Zellophantütchen, in denen das Zeug geliefert wird, ist, dass es einen verdammt schmalen Grat gibt. Nicht in dem Sinn natürlich, dass es kein großartiges Koks wäre, im Gegenteil. Es ist absolut super erstklassiges, Oscar-verdächtiges, 5-Sterne-Mega-Koks, das sich von Miley Cyrus Bauch schnupfen lässt. Aber es ist eben verdammt schwer, eine schöne rote No-Go-Linie zu ziehen zwischen dem, was noch okay ist und dem, was nicht. Einen Möchtegern-Handwerker anbrüllen ist schon okay. Wenn einem das passiert, hat man den Vertrag eh schon in der Tasche. Nicht okay ist es, mit einem zentnerschweren Walzstahlrohr zu jonglieren und es fallen zu lassen, sodass es 2 Stockwerke nach unten saust und einem Bichon Frisé pfählt. Armer Hund. Einen Termin platzen lassen, mit einem LKW ein Mobilklo umschutzen, irgendwas abfackeln, kann alles passieren. Aber wer so einen Plüschpudel auch nur anknurrt, kriegt mehr Ärger, als er sich vorstellen kann. Wenn man was auf einen Menschen fallen lässt, kommen die Bullen. Vielleicht muss man auch in den Knast. Aber bei einem Hund kommt das Fernsehen. Dann gehörst du den Todesschwadronen tobender Omas und die reißen dir den Arsch bis zu den Ohren auf. Die haben ja auch nichts Sinnvolleres zu tun. Vor 2 Monaten unterlief einem von Billys Leuten leider ein kleiner Lapsus, der zu einer knapp getroffen ist, auch getroffen Situation führte. Das heißt, ein 4-beiniger Mitbürger und eine mittellange Behelfsstrebe im freien Fall trafen unglücklich aufeinander. Und das wiederum heißt, ein gut 2 Meter langer Speer ist von seinem Podest gerollt und hat einem Import-Corgi das linke Hinterbein amputiert. Und zwar chirurgisch. Schnips. Aus reinem Zufall hatten alle Beteiligten richtig Glück, weil ich da war und Billy dazu gebracht habe, dem Hund einen Druckverband anzulegen. Und ob sie es glauben oder nicht, Billy war 03 Armeesanitäter und wir haben das Ding geschaukelt, sodass Billys Firma jetzt ein 3-beiniges Maskottchen hat und den Ruf, schnell und clever zu handeln, statt ein Trupp von Tiermördern zu sein. Tja, und jetzt kommen tatsächlich Leute und engagieren sie wegen der guten Berichterstattung. Veteran und Veterinär retten gepfählten Pudel und so. Aber für die Rohrleute war die Zeit die Hölle, weil sie sich in dieser kritischen Phase der Selbsthinterfragung und unter der fürsorglichen Beobachtung durch das Auge des Gesetzes natürlich nicht dabei erwischen lassen durften, wie sie sich die Birne zudröhnten. Dieses Auge blinzelte sowieso schon nervös, weil einige von Billys Angestellten nicht halbwegs oder auch nur entfernt weiß waren. In diesem unserem aufgeklärten Zeitalter überrascht das vielleicht den einen oder anderen, aber wir konnten den Rassismus in dieser Welt noch nicht komplett abschaffen. Und so nutzen viele weiße Cops immer noch liebend gern jede Gelegenheit, gegenüber Menschen aller Kaffeeschattierungen, außer Milchschaum, das Arschloch rauszukehren.
Billys Leute wandelten also auf einem schmalen Grat. Das geht mit Koks allerdings leichter als mit Gras. Nicht, dass man ausgerechnet Kiffer als Gerüstbauer anstellen würde. Das wäre schon grenzdebil. Sondern weil Koks in wenigen Tagen ziemlich gut abgebaut ist. Und wenn man keine Haare hat, lässt es sich auch kaum nachweisen. Jetzt sind Billys Leute nicht ganz blöd. Seit sie bei ihm angestellt sind, rasieren sich alle eine Glatze. Manche von denen lassen sich sogar sämtliche Körperhaare entfernen. Hey, ist heute so. Warum soll ich mich zum Richter aufspielen? Der Einzige, der die schneefreie Phase locker wegstecken konnte, ist Jonah Jones, alias der Wal. Der Wal ist die übliche religiöse Spaßbremse. Jonah erzählt allen und jedem, dass früher, als das Koks noch teuer war, im Gerüstbau alles viel besser war. Wahrscheinlich hat er sogar recht. Damals bekamen die Leute guten Lohn und sie haben ihr Geld zur Seite gelegt. Sozialer Aufstieg mit Gerüst. Jetzt geben sie die ganze Kohle für Koks und Striplokale aus. High, geil und haarlos landen sie am Ende mit den Stripperinnen im Bett, die genauso drauf sind wie sie. Und schwupps, schon ist die nächste Generation hoffnungsloser Kokser am Start, um die Gerüst- und Stangenturner zu ersetzen, die alt werden und sterben. Ach, der verdammte freie Markt ist ein brutaler Drecksack. Liegt in der Natur der Dinge. Das größte anzunehmende Arschloch in dieser Situation ist natürlich der Dealer. Der Mistkerl, der rausgefunden hat, wie er eine ganze Branche an der Nase rumführen kann. Die Preise senken und den Umsatz steigern. Der blasse peruanische Hengst kommt nicht mal aus Peru. Er wird im Inland erzeugt und verarbeitet. Sogar regional. Eine Lieferkette gibt es praktisch nicht. Also gibt es auch weniger undichte Stellen, die den Cops was stecken könnten. Der Dealer hat all die kaputten Leben auf dem Gewissen. Jedenfalls, solange man die Schuld nicht bei Banken, Maklern und Spekulanten und dem ganzen Apparat sucht, der das Leben in verbriefte Schuldpapiere verpackt, mit denen sich Kommastellen verschieben, Profite vorgaukeln und Wachstum vortäuschen lässt. Dieser Kerl ist an allem schuld, inklusive des abgetrennten Corgi-Beins und Billys Hundeblut überströmtem Gesicht beim Abbinden des Stumpfs. Alle Hochachtung. Seine posttraumatische Belastungsstörung reicht ihm eine blutige Pfote und er bleibt cool wie eine Hundeschnauze. Einmal hat Billy nämlich mit ansehen müssen, wie sich der Oberkörper eines Mannes vom Unterleib trennte und auf seiner eigenen Blutrakete durch die Luft sauste. Da sollte er eigentlich nie mehr im Leben was mit Blut zu tun haben müssen. Deswegen hat er auch das Angebot der Armee für eine weitere medizinische Ausbildung abgelehnt. Sie hatten ihm psychologischen Beistand und was weiß ich alles angeboten, wollten ihn reich und nützlich machen. Hinterher stellte sich dann raus, dass das Programm zusammengestrichen worden war. Jedenfalls, der Punkt ist, Billy hätte sowas nicht mehr durchmachen dürfen und der Dealer, der ihn an diesen Kriegsschauplatz zurückgeschickt hat. Dieser Kerl ist ein Arschloch. Der Kerl, ach, ich hasse diesen Kerl. Aber, hey, das bin ich. Danke.